Licht und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Aquanox 2 Revelation. Ja, endlich geht's weiter mit Aquanox 2. Ja, tut mir leid, dass da ein bisschen Verzögerung drin war. Aber ja, so ist das halt einfach. Geht nicht immer und deswegen würde ich mal sagen, schauen wir einfach direkt weiter. In der letzten Folge haben wir, glaube ich, ein bisschen Sidequests gemacht. Da haben wir uns an Redbeard gerecht und für diesen Barmann einen Überfall gestartet. Und ich würde mal sagen, jetzt schauen wir einfach mal ins Neopolis Arms. Ah, da ist ja dieser Maître Fabergé. Und dann schauen wir mal, ob der zufrieden mit unserem Auftrag ist oder war. Sie hören erstmal nichts. Sehr schön. Fabelhaft! Ich werde Ihnen und Ihrer Crew ein Gericht spendieren aus Muränenembryonen auf einem Nest aus angestrickten Glasaalen. Danke, ein Credit-Upload ist uns lieber. Ich verstehe. Die Zeiten sind schnell und ruppig geworden. Schnell und ruppig, genau. Und niemandem kann man trauen. Na, hat aber ordentlich Geld eingebracht. Kann man sich nicht beschweren. Definitiv nicht. So, dann reden wir mal mit Ned und schauen mal, wie es in unserem Hauptquest so weitergeht. William, konntest du was über den Toröffner herausfinden? Ja, er liegt im Museum der Moderne. Und zwar im Top-Level. So wie ich das sehe, ist das Museum eines der am besten bewachten Gebäude in Neopolis. Nicht zur Zeit. Commander Farelli, der Polizeioberst, hat gerade genug mit irgendwelchen Putschisten und durchgeknallten Spinnern der neuen Linie zu tun. Wollen wir es hoffen. Bist du sicher, dass es der Toröffner ist? Absolut. Das einzige Exponat von MacGregor. Und außerdem auf elektroschwacher Kerntechnologiebasis. Okay, Crimson. Du erhältst deine Anweisung über ELF-Funk. Die Salty Dog wäre nützlich. Sie passt durch Öffnungen, die andere Schiffe nicht nehmen könnten. Okay, dann wohl wieder zu Salty Dog zurück. Schade, jetzt hatte ich mich gerade so an das neue Schiff gewöhnt. Aber okay. Hangar Manager. Dann wählen wir mal unsere Salty Dog wieder aus. Schiff wählen. Jo. Und dann ihn ja, zum Mechaniker. Ja, da werde ich eh gleich nochmal ein bisschen was anpassen. So. Erstmal alle Waffen raus. Ich möchte dabei haben meine geliebte Hitman. Und eine Plasma Jet. Und natürlich den EM-Pector. So. Das schaut sich doch mal gut aus. Wir haben zwei Big Bang 2 dabei. Ich könnte eigentlich auch echt mal Torpedos verkaufen, wenn es irgendwas Interessantes im Shop geben würde. Ich möchte, warte mal, die Tiger Shark hat 8000 Megajoule, die Man Eater hat 10.000. Flash Shark ist, dann würde ich mal sagen, nehmen wir zwei Man Eater mit. Ich möchte, so Big Bangs sind an sich schon ganz cool. Das Problem ist einfach, dass die Wendigkeit schlecht ist. Das heißt, naja, ich bin da ziemlich auf stationäre Ziele eingeschränkt. Und das möchte ich irgendwie nicht so gern. Generator haben wir den Big Block, das ist gut. Reparaturkit haben wir nachher noch Kit 2, das ist auch okay. Dann möchte ich dabei haben einmal die, nee, nicht die Biontenpanzerung. Das Zielhilfemodul. Die Hitman-Verbesserung. Plasma Gatling, Plasma Gun, Laser Gatling. Ah, nehmen wir noch die EM-Pector-Verbesserung mit. Das schaut doch gut aus. Dann würde ich mal sagen, gehen wir ins Dock und schauen uns mal das Museum der Moderne an. Hey! Die Mission heißt sogar so, wie ich angefangen habe, sie zu betiteln.
Aufgabe: Verteidigungsanlagen des Museums durch Zerstörung der Energierelais des Stadtviertels ausschalten. Durch Versorgungstunnel ins Museum vordringen, Andockmanöver der IRI überwachen, die IRI zum Dock von Neopolis eskortieren. Dann gucken wir mal, ob die Salty Dock wirklich eine gute Wahl war. Aber wenn Ned uns das schon sagt, dann wird das schon irgendwo Hand und Fuß haben, denke ich mal. Gucken wir einfach mal, wenn das Spiel fertig geladen hat. Dumm die Dumm. Na, liebes Spiel, magst du noch den letzten Balken auffüllen? Dankeschön. Und dann starten wir wieder direkt rein. Und gucken mal, wie sich dieser Auftrag gestalten wird. Okay, am Navigationspunkt findest du die Energieversorgung. Leg die Trafos lahm. Wir fahren schon mal zur Versorgungsschleuse. Bis gleich, Crimson. Okay. Wir down. Okay, das war ein harter Treffer. Ich muss mich mal ein bisschen zurückziehen, weil mit den zwei Balken Energie. Boah, habe ich den gerade abgeschossen oder? Ich glaube, ich kümmere mich erstmal um das Tricks Geschützturm. Wo kam der her? Oder ist er noch die ganze Zeit um mich rumgekreist? Boah. Okay. Da habe ich ordentlich Dreck gefressen. Mir doch noch irgendwas angezeigt. Und außerdem muss ich eh noch ein bisschen warten, bis meine Heilung wieder soweit vollständig ist, aber nee. Hier scheint nichts mehr zu sein. Crimson, fahr vor und such das Doktor. Sollte irgendwo eine Versorgungsschleuse liegen. Animal und ich warten hier und passen auf dich auf, Kumpel. Das verspricht dir lustig zu werden. Ach, da muss ich von der anderen Seite rein. Okay, alles klar. Aber das ist echt mal eine erfrischende, coole Mission, dass man sich hier so ein bisschen
durchsuchen muss. Aber ich glaube, an Gegnern war es das noch nicht. So, Versorgungstunnel. Das ist schon ein Riesengebäude. Aber wo geht's hier rein? Vielleicht hier hinter irgendwo. Das ist Wand. Oh, das ist eine Wand. Ich bin wahrscheinlich schon dreimal dran vorbeigefahren und check's einfach nicht. Das würde mir mal wieder ähnlich sehen. Ah, da geht auch noch so eine Leitung durch. Ich hier endet so. Oh. Also ich kann das Relais hier schon mal durch die Wand anvisieren. Ich schaue nochmal von innen. Vielleicht kann man innen ein bisschen abschätzen oder sieht man den Durchgang, wo der Zugang denn herkommen müsste. Ja, schaue ich mir nochmal an. Was ist da los? Wir haben hier noch eine aktive Energiebarriere. Du musst nach einer extra Energieversorgung suchen. Shit, Mann, hier gibt's ein Problem. Jemand hat den Alarm ausgelöst. Alles roter Nebel, Jungs! Geschütze werden reaktiviert! Die machen uns hier nieder! Rückzug! Haben Probleme! Ich war einfach nicht weit genug vorne. So, da bin ich wieder. Wie ich schon sagte, Xiaolong, du hast deine Wahl getroffen. Du wolltest deine Hosen nicht ausziehen, jetzt werde ich sie dir über den Kopf ziehen. Oh shit. Sieht so aus, Junge, als müsstest du so oder so deinen Mann stehen. Bring sie hinter dich. Aber beeil dich, bevor es hier vor Polizei nur so wimmelt. Hi, Mailing. Lang nicht mehr gesehen. Mailing? Entschuldigung, die dumme Frage, aber was machst du da? Schaut nicht gesund aus. Okay, ich muss sie vernichten.
Das war irgendwie reichlich unspektakulär. Okay, aber jetzt sofort andocken. Beeil dich, Crimson. Wieso? Achso, das. War das dann hier hinten die Energieversorgung allgemein oder? Achso, die Iri ist hier erst. Ah. Was macht die Iri hier hinten? Ich habe irgendwie den Überblick von der Stadt verloren. Ach, das ist das Museum. Mhm. Na gut, da hätte ich prinzipiell eigentlich auch wirklich ein anderes Schiff nehmen können. Oh Mann, jetzt haben wir Mei Ling abgeschossen. Ja gut, die war schon ziemlich pisst, aber... Ja, man, es war ja abzusehen, dass sie irgendwann wieder auftaucht. Dafür hat sie am Anfang von der Story viel zu viel, ja, eine viel zu große Rolle gespielt. Mission erfolgreich. Was? War's das schon? Autopilot aktivieren. Das war ja... Ich denke mal, dass hier Mei Ling gerade in meinem Spielstand irgendwie ein bisschen verbuggt war. Weil... So wie die da vor sich hingezuckelt ist. So, Energieversorgung lahmgelegt, Iri eskortiert und Mei Ling vernichtet. Dafür haben wir 2 Flash Sharks, 6 Buzzer, ein Sizzler und die sechs Man-Eater bekommen. Das war ja okay. Was ist denn Sizzler? Neopolis, Hauptstadt der Atlantischen Föderation. Senal. 2203 Meter. Ich schau eh nochmal zum Händler. Sizzler. 50 E-Shells. Schaden 6000 Megajoule. Nachladezeit 3 Sekunden. Das ist die teuerste Waffe. Auch nicht schlecht. Wollen wir die in der nächsten Mission einfach mal ausprobieren? Aber 50 E-Shells sind halt schon echt richtig viel. Viel zu viel, um genau zu sein. Ja, Buzzer haben wir eigentlich. Generator. Fusionsblock. 12 E-Shells. Und ich habe einen Big Block. Dann kaufen wir uns einfach einen Fusionsblock. Ja, die Panzerung. Nee, das passt eigentlich alles. Ach, nicht Arsenal. Ich will ins Dock, mein Freund. Ich will ins Dock. Hangar-Manager. Wählen wir wieder die Daimos aus. Weil die macht mir schon sehr viel Spaß. Und schaut auch irgendwie auch mit am coolsten aus. So, Mechaniker. Ich finde es schön, dass das Spiel so auf... Ja, wir hatten noch einen Big Block. Das ist gut. Nee, das... Ach. Dass das Spiel auch auf kleine, schnelle Schiffe setzt und nicht so sehr auf die großen, schweren, weil das ist... Ich habe das in Aquanox 1 schon gemerkt. Und jetzt auch in den Demos und in den Alphas von Aquanox Deep Descent. Und auch generell in Spielen. Ich spiele eher leichte, schnelle, auch in Shootern oder sowas, lieber schnellere Einheiten, die vielleicht nicht so viel aushalten, aber mit denen du halt schnell und mobil bist und dann einfach so ein bisschen rumstacheln kannst. Als diese großen, schweren, tankigen. Also da... Das finde ich schon ganz... Das ist schon eher mein Stil. So. Nehme ich jetzt die Plasma Jet oder die Hitman mit? Ich nehme eigentlich die Hitman mit. Jetzt habe ich zwar nur schwere Waffen.
Nee. Ich nehme die Plasma-Chat mit. Plasma-Chat. Plasma-Chat ist the way to go. Diamantenpanzerung. EM-Pektor und Zielhilfemodul. Dann schaut das wieder gut aus. Dann gehen wir hier raus und dann gehen wir nochmal ins Neopolis Arms und reden wahrscheinlich mit Ned. Ja, reden wir mit Ned. Ja, wir sind unserem Ziel schon sehr nahe. Der Schmerz wird größer. Wir müssen Stony und Animal da raushauen und... Meling, du konntest nicht anders handeln, William. Ich hätte nie gedacht, dass sie so einen Zorn auf mich hat. Warum nur? Glaub mir, Junge. Du wirst das Geheimnis der Tränen des Engels lösen, aber nie das der Frauen. Ich schlage vor, wir kümmern uns jetzt um Stony und Animal. Dieses verdammte Museum. Es ist doch nur ein Museum. Gib mir noch etwas Zeit, ob ich vielleicht was rausfinden kann. Gut. Und ich versuche, unsere Jungs zu finden. Sie sind wahrscheinlich im Navy Headquarter. Sobald wir sie haben, schlagen wir erneut zu. Nimm deinen Sizzler für Scouts. Aber du musst gut zielen. Seine Feuerrate ist mies. Ja, das habe ich auch schon gesehen in den Statistiken und damit würde ich sagen, soll es das für diese Folge gewesen sein. Ich bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich fürs Zusehen bei euch. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei sein würdet und sag einfach bis dahin und ciao.